Moin Moin, ich bin Tizian und wünsche euch viel Spaß bei einer neuen Folge Minecraft Bauernhof. So, passt mal auf, wir haben ja Steine in der Tasche, ne? Nicht viel, aber ein paar. Ich habe hier nochmal wieder Wolle gefunden. Genau, das kann mal weg, das kann auch weg. Ist das schon wieder Erde? Hier ist verrottetes Fleisch. Knochen habe ich noch in der Tasche. Oh, Pfeile habe ich auch schon mal gefunden. Eisen habe ich noch ein bisschen was dabei. Birke ist da, hier ist noch anderes Holz. Achso, das hätten wir umcraften können, aber egal. Wir haben Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Okay. Ich brauche die ganzen Bruchsteine. Ich könnte mal wieder das Essen, sehe ich gerade. Wo ich das gerade weglege, das Essen. Ich könnte mir auch mal wieder was Neues machen zu essen, ne? Ich müsste mal ein paar Schnitzel. Na gut. Ich will sie noch nicht töten. Also ich will den lieben Tierchen noch ein bisschen lassen. Also ich will sie noch nicht alle jetzt aufessen. Noch nicht. Das kommt erst noch. Aber jetzt gerade noch nicht. So, das ist Kies, genau. Wir haben gar nicht so viel Steine, wie ich gehofft hatte, ne? Oh, hier ist noch ein Apfel. Wir können mal gucken. Pilze? Pilz? Wie war denn das mit der Pilzsuppe? Pilz. Verarbeitung. Und zwar, man brauchte eine Schüssel. Gebratenes Kaninchen, lol. Ofenkartoffel, ja, läuft. Also man braucht, okay. Für eine Pilzsuppe braucht man einen giftigen und einen guten. Und eine Schüssel. Wie kann ich denn eine Schüssel herstellen? Eine Schüssel ist ja easy. Alles klar, wir stellen mal kurz ein paar Schüsseln her. Weil das ja mega easy ist. So, das sind Schüsseln, ne? Zack, beziehungsweise so. Jetzt haben wir ein paar Schüsseln auf Seite. Sind 52 Stack? Ne. Okay, jetzt haben wir ein paar Schüsseln. Und jetzt könnten wir mit den Schüsseln zusammen und den Pilzen, die wir haben. Wo sind die anderen Pilze, die wir haben? Wo sind die Pilze? Wo sind die Pilze? Sind die alle weg? Ich hatte doch zwei. Habe ich die beim. Als ich da unten gestorben bin, verloren? Das kann natürlich sein. Das kann sein, dass ich die da unten verloren habe. Schade. Die hatte ich wohl noch dabei und dann habe ich sie da liegen lassen. Das ist ärgerlich. Ich hätte nämlich gerne ein paar Pilze angepflanzt. Aber okay, dann halt nicht. Dann ist es halt so. So, das zu. Ich würde nämlich doch erstmal gerne so ein bisschen mein weiteres Gelände abstecken. Zack. Ne, diese Mauern sind jetzt erstmal nur so für mich als Schutz sozusagen. Bis ich dann genügend Equipment und Ausrüstung habe, um halt wirklich, oder bis es groß genug ist alles und ausgeleuchtet ist, dass man halt sowas nicht mehr braucht. Ne, das ist halt so ein bisschen auch meine Schutz, aber auch so treibhausmäßig. Ne? Also, weil dadurch habe ich jetzt ja Beleuchtung hier drinne. Und Beleuchtung brauche ich ja, damit meine Pflanzen von morgens bis abends wachsen. Oh, alle. Die Frage ist natürlich auch, ob wir nicht jetzt dadurch, dass wir, ob wir uns nicht auch ein Pilzhaus hier irgendwie hinbauen. Aber ich habe halt keine anderen Pilze mehr, ne? Die habe ich echt verloren anscheinend. Ich hatte so viele Pilze, ne, aus dem Sumpfgebiet. Das waren echt super viele. Oh, fuck. Schon wieder so hochgebaut. Das waren echt so super viele Pilze. Und jetzt sind sie alle weg. Komm her. So, jetzt wollen wir uns hier einmal durchfräsen. Da fallen jetzt bestimmt überall die Fackeln auch ab, aber das ist nicht so schlimm. Die brauchen wir. Ich muss, glaube ich, eh gleich noch neue Fackeln bauen. Damit wir den Bereich da alles ausleuchten können. Den Bereich da drüben schön ausleuchten können.
Und ich glaube, ich werde die Felder mal anders anlegen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das wieder mit zu viel Wasser mache. Oder ob ich das ein bisschen. Oh. Oder ob ich das ein bisschen intelligenter diesmal handhabe. Und die Felder anders bewässer. Ein anderes Bewasserungssystem benutze. So. Die Mauer ist weg. Die Mauer muss weg. So, die Mauer ist weg und zack. Hier machen wir jetzt ordentlich Licht erstmal rein. Damit wir immer was sehen. Die ganze Zeit über. Beziehungsweise, oh, ich muss noch ein paar Fackeln machen. Oh ja, das hat sich jetzt doch ganz schön, das hat sich doch jetzt eine ganze Ecke vergrößert. So, ich brauche ein paar Stöcker. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Keine Stöcker mehr. Okay. Müssen wir jetzt auch noch Stöcker kräften, ne? Was ist denn hier los? Kohle? Kohle haben wir aber. So, zack. Obwohl, wir können hier dran gehen. Ist ja nicht so schlimm. Wie war das nochmal? Übereinander, ne? Ja, genau. Zack. Dann haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Stöcker. Und ein Stück Kohle. Und zack, da haben wir ein paar, wie heißt das nochmal? Ein paar Fackeln. Wortfindungsstörung wieder, ey. So, das passt, das passt, das kommt dahin. Dann kommen die Eier alle da vorne rein und... Achso, hier können auch mal wieder eine Fackel hin, ne? Stimmt. Die habe ich ja weggerissen, weil ich ja irgendwas da gemacht habe. Irgendwas habe ich da gemacht und deswegen habe ich sie weggenommen. So. Das ist jetzt erstmal ausgeleuchtet. Ich hätte aber auch gerne noch... Pass mal auf. Ich würde nämlich gerne hier... Hier einen kleinen Turm setzen. Oder was heißt einen kleinen Turm? Ja, so einen kleinen Ausguck halt, ne? Wobei... Ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, ich will den so haben. Wichtig ist mir auch, dass ich daran Licht habe, dass ich daran Fackeln habe. Dass das quasi so ein bisschen auch wieder ja, eine Lichtquelle ist. Und ich bin am Überlegen, ob ich da auch vielleicht... Aber wir können da mit einer Leiter hochgehen, ne? Das wäre ja schlau. Schnappen wir uns eine Leiter und gehen dann über die Leiter da hoch. Unvorstellbar. So. Und zwar... Machen wir dann einmal hier die weg. Dann können wir nämlich hier hochgehen. Zack. Und dann sehen wir, was hier um unser Gelände alles so los ist. Das ist ganz schön schlau. So, pass mal auf. Wir machen das nochmal noch einen höher. Und wie war das nochmal? Das war so, ne? Jetzt kommt hier noch einer, da noch einer. Ich mache das jetzt so ein bisschen plattformmäßig hier. So, jetzt haben wir hier nämlich eine richtig gute Plattform, um uns so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was denn hier so nachts los ist. Zack, können wir einfach hier hochgehen. Hallo. Und dann schauen wir mal so ein bisschen. Hallo, hallo, hallo. Und wenn wir dann keine Lust mehr haben, dann gehen wir einfach wieder runter. Zack, fertig. So, passt mal auf. Ich möchte ein neues Konzept angehen, was den Bewuchs angeht. Also, das hier wird auch jetzt alles umgebaut. Alter, wie viele Schafe seid ihr da mittlerweile? Seht ihr, die ganzen Gehege, sie werden viel zu klein für die Tiere. Die werden viel zu klein. Was? Oh, Himmel. Alter, sind die... Wieso sind das denn so viele Tiere auf einmal? Wir müssen hier unbedingt ausbauen. Was können wir... Ja, hier, guck mal, den Hühnerstall. Da könnten wir ja Folgendes machen, ne? Habe ich die Schaufel dabei? Ja. Pass mal auf, beim Hühnerstall machen wir Folgendes. Und zwar buddel ich mich mal hier rein. Genau. Da machen wir wieder zu. Zack, zack. Oh, dunkel. Ich sehe nichts mehr. Alles klar. Jetzt müsste ich ja, wenn ich hier durchbuddel... Ja, genau. Hallo. Wenn ich da durchbuddel, sind hier die Hühner. Und dann kriegt ihr jetzt hier nämlich so eine Art Stall. Ich hoffe... Naja, okay. Das mit dem Art Stall hat sich gerade ein bisschen zerlegt.
Obwohl, pass mal auf, wir können das ja eigentlich trotzdem so machen. Oh no, oh no, oh no, oh no. Du läufst weg. Hat voll die Jump'n'Runs. No, noch einer weggelaufen. Ihr habt ja voll die Jump'n'Run-Skills. Kommst du zurück? Warte mal, hab ich was? Da schnuppern sie ein bisschen Freiheit und sind sofort raus. Diese treulosen Tiere. Da schnuppern sie ein bisschen Freiheit und sind sofort weg. Hallo. Naja, da kommt ihr jetzt wieder alle, ne? Da kommt ihr jetzt alle wieder. Pass mal auf, hier. Hallo. So, das ist erstmal zu. Hallo, hier. Hier spielt die Musik, Leute. Kommt her, kommt her, kommt her. Ihr kriegt hier nämlich, ihr habt nämlich echt hier einen erstklassigen Bereich jetzt bekommen, wo ihr euch auch unterstellen könnt, wenn es regnet und so. Aber es wird wieder nicht honoriert, ne? Also, ich mache und tue die ganze Zeit hier für euch und ihr... Ihr rennt einfach weg. Bei der ersten Gelegenheit rennt ihr weg. Ist ja typisch. Ist ja typisch. Hühner. Kann ich hier noch irgendwas? Kann ich da den noch wegnehmen? Ich glaube nicht. Was ist mit dir denn? Wenn ich den wegnehme, dann könnt ihr bestimmt wieder rausgucken, ne? Ja, so halbwegs. So. Lass mal kurz gucken, was ist das da unten jetzt? Das ist doch, das hier ist doch... Ne, das ist wieder ein bisschen fester. Du willst da nicht reinspringen. Komm weg da. Zack. Könnt ihr mal da wieder raus... Hallo. Oh, ist nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, ey, es ist nicht dein Ernst. Kaum habe ich das Loch zugemacht, springen die Viecher da wieder rein. So, kommt mal alle hierher. Hierher. Alle hierher. Alle hierher. Genau, alle hierher. Sehr schön, sehr schön. So, bleibt da stehen. So, was ihr nämlich jetzt noch auch kriegt bei euch da in den Hühnerstall, ist ein bisschen Wasser. Ich will, dass sie da so ein kleines Wasserbecken haben. Oh, das war... Fühlt sich das auf? Nee. Zack. Da fühlt sich das wieder auf. So. Ihr sollt nämlich noch ein bisschen Wasser hier reinkriegen. Dass ihr, was weiß ich, wenn ihr mal Durst habt oder so, dass ihr was trinken könnt. Beziehungsweise, dass der Boden um euch herum auch ein bisschen fruchtbarer wird. So, das sollte reichen, ne? Guck mal, jetzt habt ihr nämlich hier eine kleine Höhle, wo ihr reingehen könnt, wenn es regnet. Und andererseits, obwohl die kleine Höhle können wir noch ein bisschen ausbauen, ne? So. So. Ja, jetzt habt ihr eine kleine Höhle, wo ihr rein könnt. Ihr habt ja ein kleines Becken, wo ihr drin planschen könnt und so. Das ist alles süß. Das ist süß. Oder nicht? Ich finde das toll. Ich hätte gerne so ein Zuhause. Lass uns mal Folgendes machen. Und zwar, das lassen wir jetzt erstmal so. Die machen einen Lärm, die Viecher, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, hier können wir jetzt ja nichts großartig. Was wollte ich machen? Ach so, stimmt. Ich wollte mal gucken. Wir haben ja hier irgendwo... Hier hinten ist so ein bisschen... Ja, wo geht's da hin? War da nicht auch noch irgendwo was? Hier ist Kies, glaube ich, ne? Genau, ich würde nämlich gerne... einen Bereich schaffen, wo ich vielleicht so ein bisschen einen dunkleren Raum habe. Aber warte mal, was wir erstmal ausprobieren sollten. Genau, ich habe gehört, dass man auf Steinpilze pflanzt.
Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aua. Das tat richtig weh. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich habe das gehört, dass das so funktionieren soll. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schlafen, weil ich habe ganz schön HP gerade verloren. Und wenn jetzt eine Spinne kommt oder so, dann ist es, glaube ich, ich hoffe, man regeneriert beim Schlafen. Aber gerade eben war, der Fall war ganz schön doll. Man regeneriert nicht beim Schlafen. Dann lass uns doch mal ein bisschen Brot backen. So, zack. Zack. Und ja, wir haben noch ein bisschen was, ne? Zack. Jetzt haben wir mal das ganze Weizen, was wir so hatten, schön verarbeitet zu Brot und können uns daran erlaben. So, damit wir hier auch möglichst schnell wieder die HP voll kriegen. Das kann erstmal wieder hier zurück. Und habe ich nicht noch? Doch, da ist noch Korn. Ich habe auch Eier. Eier an sich kannst du echt nicht gebrauchen, ne? Also maximal irgendwie im Zusammenhang mit irgendwas anderem, aber so selbstständig, so eigentlich nur Eier sind irgendwie. So, pass mal auf. Normalerweise müsste ich doch jetzt hier Pilze pflanzen können, ne? Weil Pilze Stein. Ah, auf richtigen Stein, nicht auf Stein, die Dings sind. Warte mal kurz, dann muss ich noch was anderes gucken. Und zwar Schüssel, Pilze. Ich habe nämlich hier auch irgendwo was von der Pilzfarm gelesen. Nahrungsmittel. Achso, Pilzsuppe, genau. Für eine Pilzsuppe braucht man Pilzsuppe, Nether, genau. Leveln, Fackeln. Was? Ach, warte mal, da. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Natürlich würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr findet jetzt hier auf der rechten Seite noch zwei Links. Der obere führt zum vorherigen Video und der untere Link führt zur gesamten Playlist von Minecraft Bauernhof. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.